Hallo Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung, herzlich willkommen zu einem weiteren Produktvorstellungsvideo von Röder Feuerwerk und zwar heute mit einem neuen Hersteller bei uns im Programm und zwar Batteriefeuerwerk vor allen Dingen der Firma Triplex. Da haben wir diese vier Batterien, die ich euch heute gerne vorstellen möchte, vorab noch ein paar kleine Infos und zwar wir kriegen viele Anfragen, nehmt ihr nicht diesen einen oder den anderen Hersteller ins Programm auf. Ja, sicher möchten wir euch eure Wünsche erfüllen, das tun wir gerne. Manchmal dauert es etwas länger, das hat dann natürlich schon auch seinen Hintergrund. Vor allen Dingen liegt es häufig an der BAM-Ident-Nummer, die nach wie vor vorhanden sein muss, aber nicht mehr aufgedruckt werden muss. Ja, deswegen, wir warten das immer sicherheitshalber ab, denn wir möchten ungern Produkte in den Online-Shop stellen, die im Nachhinein vielleicht dann doch keine BAM-Ident-Nummer letztendlich erhalten. Ja, dann gehen wir lieber auf Nummer sicher. Das frustriert dann unsere Kunden nicht, also euch und auch uns nicht, macht uns oder spart uns Arbeit. Aktuell werden wir ja überschwemmt von neuen Herstellern, neuen Produkten und auch hier ist es so, dass wir nicht jeden Artikel aufnehmen können. Ja, da gibt es Hersteller mit 250 neuen Batterien. Sei dahingestellt, ob die qualitativ überhaupt so gut sein werden oder ob man die überhaupt alle benötigt. Wir werden uns einige Favoriten, die besten Artikel herausgreifen, so auch bei der Firma Triplex. Hier mit diesen vier Batterien, denke ich, haben wir vier der besten Batterien ausgewählt. Auch bei unserem letzten Testschießen hatten wir diese vorgeführt und wurde uns bestätigt, dass man diese sehr gut ansehen kann, dass sie gefallen. Ich beginne mit der Plus, hübsche 16-Schuss-Batterie, etwa 20 mm Kaliber, 112 Gramm Nettomasse, Brenndauer 20 Sekunden, hat jeweils vier gleiche Effekte. Das ist gut gemacht, und zwar am Anfang mit einer Goldpalme mit roten Spitzen, dann eine Goldpalme mit grünen Blinkern, die allerdings eigentlich mehr grüne Sterne sind. Das mit dem grünen Blinker ist auch nicht ganz so einfach umzusetzen. Mir ist aktuell wirklich keine bekannt, wo das wirklich top ausschaut, ja, wie rote Blinker. Das ist häufig kein Problem, aber grüne Blinker ist noch nicht so gut umgesetzt. Im Anschluss ein sehr schöner Effekt, und zwar eine Goldpalme mit weißen blinkenden Spitzen. Das finde ich schön, weil diese Goldpalme sehr, sehr dunkel ist, ein richtig schönes dunkles Brokat Gold. Im Anschluss dann nochmal eine Goldpalme mit Cracklingspitzen. An und für sich eine sehr preisgünstige Batterie. Preis-Leistung ist top, von den Effekten, von der Größe für die 20 mm sehr schön. Weiter geht's. Jetzt möchte ich euch das Batteriefeuerwerk oder die Feuerwerksbatterie Anarchy von Triplex vorstellen. Und zwar auch eine 16-Schuss-Batterie. 192 Gramm Nettomasse, etwa 20 Sekunden Brenndauer, 25 mm Kaliber. Von den Effekten her diesmal immer abwechselnd geschossen. Es sind drei verschiedene Effekte, die hier abwechselnd geschossen werden. Und zwar schöne blaue Sterne mit weißen Blinkern. Dann der nächste Effekt ist eine Goldweide mit weißen Blinkern. Und zum Abschluss wieder ein blaues Bouquet mit diesen platzenden Sternen, mit platzenden Spitzen am Ende. Auch von der Effektausbreitung sehr gut gelungen, sehr gut gemacht. Anständiger Zerleger, sehr hübsche Batterie. Was mir noch aufgefallen ist, oder was euch sicherlich auch aufgefallen ist, auf der Rückseite ist hier so ein Täschchen. Und zwar beinhaltet diese Tasche sozusagen den Beipackzettel zur Benutzung des Feuerwerks, oder dieser Feuerwerksbatterie, muss ja nach wie vor aufgedruckt sein. Viele wissen ja, wie es funktioniert, aber ist ja trotzdem gesetzlich vorgeschrieben. Dieser Beipackzettel, ganz witzig gemacht, wird nämlich verschiedensten Sprachen die Betriebsanleitung aufgedruckt, unter anderem auch
Deutsch. Wenn man so eine Batterie natürlich in möglichst vielen verschiedenen Ländern verkaufen möchte, dann hat man irgendwann ein Problem, denn die Flächen sind stark begrenzt. Die Schrift muss noch lesbar sein und ich denke, das ist mit diesem Beipackzettel ganz gut gelöst. Das ist ja bei elektronischen Geräten und dergleichen nicht anders. Warum soll das bei diesem Fahrwerkskörper nicht auch funktionieren? Das war jetzt der Artikel Anarchy. 16 Schuss, tolle Effekte, viel Blau. Als nächstes möchte ich euch die Batterie Fatum vorstellen von Triplex. 25 Schuss starke Batterie, wieder mit 25 mm Kaliber, 325 Gramm Nettomasse und diesmal aber allerdings mit einer Brenndauer von 35 Sekunden etwa, sind ja auch etwas mehr Schuss als bei den vorherigen beiden Batterien. Auch hier wieder der Beipackzettel mit der Betriebsanleitung sozusagen, mit der Gebrauchsanleitung. Von den Effekten her muss ich leider spicken, die ist nämlich, was heißt relativ bunt, ja, hält sich in Grenzen. Aber ich konnte mir sie jetzt auf die Schnelle nicht alle merken, muss ich ehrlich gestehen. Es sind purpurne Sterne mit grünen Sternen, dann Kreckling Weide, die ist übrigens schön gemacht, die habe ich noch im Gedächtnis, hatte ich mir vorhin mal angesehen. Wir werden im Anschluss natürlich auch die Artikel-Effekte euch zeigen in unserem Test. Dann kommt rote Sterne mit weißen Blinkern, ein Standardeffekt, aber sehr schön umgesetzt in dieser Batterie. Dann eine Goldkrone mit roten Sternen und zum Schluss eine Kreckling-Wolke. Auch hier finde ich Preis-Leistung von dieser Batterie top, also sehr schöne große Ausbreitung. Die Standzahl der Sterne ist ordentlich. Da hat Triplex aus Polen eine schöne Batterie, die wir ab sofort natürlich auch bei uns im Online-Shop anbieten. Zu guter Letzt möchte ich euch noch die Batterie Enduro von Triplex vorstellen. Das ist diese 25 Schuss starke Batterie mit 400 Gramm Nettomasse, etwa 35 Sekunden Brenndauer. Kaliber 30 mm etwa. Von der Effektvariation relativ abwechslungsreich gestaltet. Wir haben am Anfang einzelne Schüsse, zum Schluss zwei Fünfersalven. Besonders schön in dieser Batterie haben wir die Effekte mit dem purpurblauen, gelben Peonien und auch grünen Lemon Chrysanthemen gut gefallen. Zwischendrin ist auch immer mal ein abwechslungsreicher Effekt mit Time Rain. Ich muss die letzten zwei Salven leider ablesen. Und zwar Gold Wave mit Golden Crackling steht hier. Also auch mit Crackling zum Schluss. Und eine Purpurpalme auch nochmal mit Crackling. Der eine oder andere mag Crackling nicht so. Aber ich finde, in dieser Batterie ist es ganz gut gelungen. Es ist eine richtig hübsche Batterie, auch mit großen Zerlegern. Auch hier stimmt wieder die Preis-Leistung. Und ich denke, es ist auf jeden Fall einen Versuch wert, diese Batterien mal zu testen und auszuprobieren. Und das haben wir natürlich auch getan und zeigen euch jetzt dann im Anschluss den Test.
Ich hoffe, euch hat dieses Produktvorstellungsvideo gefallen mit den tollen Batterien der Firma Triplex, die es ab sofort auch bei uns im Online-Shop zu kaufen gibt. Und möchte mich nun von euch verabschieden und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut, wenn es heißt Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung. Bis dann, macht's gut!